was auch dahinter steht, was man Paulus immer nachsagt, ist, er hätte eine Leibfeindlichkeit. Paulus ist leibfeindlich, sonst kann man das ja gar nicht sagen, lebt enthaltsam, so wie ich. Da muss man auch schon irgendeinen Tick haben. Ja? Da gibt es unendlich viele Paulus-Bücher drüber, die, nachdem Paulus auch noch mal so leichtsinnig war, von irgendeinem Stachel im Fleisch zu schreiben, die sagen, oh, da ist irgendwas, ist da mit dem nicht in Ordnung. Ja? Der hat da einen größeren Schaden. Ja? Sonst könnte er sowas auch gar nicht schreiben. Ja? Wieder Hermeneutik des Verdachts bis hin zu Paulus. Wenn man aber einmal sieht, etwa das Abwägen und das Ringen des Paulus, gerade in 1. Korinther 7, Eheleuten sehr wohl den ehelichen Verkehr zuzugestehen. Und wenn man daneben einmal sieht, welche wirklich enkratistischen Bestrebungen es auch in der alten Kirche gab, also Enthaltsamkeitsbestrebungen, zum Beispiel die ostsyrische Kirche, die haben grundsätzlich nur getauft, wenn die sich vorher haben scheiden lassen. Für uns ganz merkwürdig. Verheiratet? Was? Wollen sich taufen lassen? Verrückt geworden. Am Schluss fassen die sich noch an. Nein, das geht nicht. Die müssen Enthaltsamkeit versprechen, dann können sie getauft werden, Schluss. Das hat zum Beispiel die Großkirche nie mitgetragen. Er hat gesagt, das entspricht weder dem Wunsch Jesu noch den Weisungen der Apostel. Also immer gibt es ein feines Gespür und ein Austarieren für Menschlichkeit, auch für die Leibhaftigkeit des Menschen, weil wir nicht nur im Kopf existieren, sondern auch einen Leib haben. Ich werde darauf am Ende nochmal zurückkommen. Und dennoch ein Ideal, das nicht zuletzt das Ideal Jesu ist, hochzuhalten. Es geht um die Lebensform Jesu, über die wir hier sprechen. Die immer wieder Menschen gewonnen hat und fasziniert hat und sagen, ich will so leben wie der. Oder ich will auch so leben wie der Paulus. Wem kann man das absprechen? Also hier gibt es, was da als Widerspruch konstruiert wird vielfach oder was man vielleicht beim ersten Lesen als Widerspruch wahrnimmt, ist im Grunde genommen eine Verschränkung. Obwohl Paulus für die Ehelosigkeit wirbt, gibt es doch verheiratete Amtsträger. Das heißt auch, die Kirche wird ein Stück bodenständig, sie etabliert sich. Das sind nicht mehr nur wandernde Missionare, die natürlich viel auch flexibler sind, wenn sie dann niemanden am Bändel haben, für den sie sorgen müssen, sondern ob Paulus jetzt dort wegfährt und woanders ankommt und dem Timotheus bringt den Mantel mit, den habe ich da vergessen. Paulus ist rastlos, wie man daran sieht, dass er sogar seinen Mantel vergisst, den man nicht nur sozusagen an der Garderobe hängen lässt, sondern der Mantel ist damals das Kissen oder das Bettzeug. Der Mantel ist quasi alles, Zelt, alles, was man damals unterwegs braucht. Ja? Also das zeigt, diese kleine Bemerkung aus den Pastoralbriefen, zeigt die Rastlosigkeit eines solchen Mannes. Der kann niemanden an seiner Seite brauchen. Das ist aber zu wenig, wenn wir diese Lebensform nur von der Funktionalität her sehen. Diese Seite gibt es auch, aber es ist zu wenig. Die Kirche etabliert sich, akzeptiert wohl, gerade gegen diese leibfeindlichen Strömungen, zu sagen, ihr müsst euch nicht trennen, aber euer Zusammenleben wird in Zukunft anders sein. Das von Mann und Frau, zumindest von Bischofsmann und Bischofsfrau. Ja? Das wird in Zukunft auch von der Enthaltsamkeit bestimmt sein. Weil die Taufe, es gibt dann einen Streit in der alten Kirche, das kann ich vielleicht gleich kurz erwähnen, weil die Taufe auch die Gnade zur Enthaltsamkeit mitbringt. Es gibt einen Streit, also Papstbeschimpfungen ist keine Erfindung des 20. oder 21. Jahrhunderts, das gab es in der alten Kirche auch schon, und meistens von denen, die es nicht geworden sind, von denen wir sogar Gebete haben im Messbuch. Also Hippolyt ist so einer, der wäre so gern Papst geworden. Dumm gelaufen, ist nicht geworden. Calixtus wurde das dann. Und der Hippolyt schreibt ganz böse, böse Bemerkungen über diesen Calixtus. Das ist doch ein Weichei. Also ich sage das jetzt mit meinen Worten, das steht so nicht im griechischen Text. Ja. Der lässt doch alles zu. Da ist doch überhaupt keine, was ist denn das für eine Pastoral? Der erlaubt ja alles. Denn man nimmt die Einmal-Ehe bei Bischöfen sehr genau. Die dürfen, wenn die Frau stirbt, nicht ein weiteres Mal heiraten. Ja. Warum? Das wäre ja ein Zeichen, dass die mit denen mehr machen als nur enthaltsam leben. Wozu braucht denn dann eine Frau? Also die zweite Ehe wird in der alten Kirche gesehen als ein Erweis, dass jemand nicht enthaltsam leben kann. Das ist für die normalen Gläubigen überhaupt kein Problem. Da thematisiert man das nicht groß, das ist erlaubt.
also nach dem Tod des Ehepartners ein zweites Mal zu heiraten, aber bei den Bischöfen und bei den Amtsträgern nicht, weil es eben Erweis dafür wäre, dass man nicht enthaltsam leben kann. Calixtus geht jetzt einen Weg, den Weg jetzt heute wahrscheinlich, heute würde man sagen, hat das Konzil erlaubt oder ist pastoral angemessen. Also es gab es damals auch schon. Calixtus geht einen Weg und zählt bei Bischöfen nicht die Ehen, die vor der Taufe stattgefunden haben. Sodass es plötzlich bei den Hardlinern Ehen gibt, die sagen, der Bischof, der war dreimal verheiratet, das geht nicht. Ja? Das ist nicht nach der Bestimmung der Apostel. Hippolyt ist so einer, Scharfmacher, sagt, dieses Weichein Rom, da erlaubt jetzt allen, na gute Nacht, aber auch wenn wir den Laden gleich zumachen, ja, jeder kann jetzt Bischof werden, ja, es geht schon alles drunter und drüber. Ja. Ich könnte das jetzt hier in den Quellen zeigen, aber so ähnlich steht das da, nicht weniger scharf. Calixtus geht einen Weg und sagt, na gut, wir zählen erst nach der Taufe. Im Grunde genommen ist das theologisch auch sauber, weil man in der alten Kirche eben der Überzeugung war, dass durch die Taufgnade, die eine wirklich umfassende Bekehrung war. In der alten Kirche heißt getauft werden, möglicherweise den Beruf wechseln zu müssen, weil bestimmte Berufe nicht mehr gingen. Die waren mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar, mit dem, was ein Getaufter tut. Und so traut man auch jemandem zu, der vorher eher, naja, nicht so ganz nach den Vorstellungen der Christen und der Kirche gelebt hat, traut man auch jemandem zu, zu sagen, gut, wenn der jetzt nach der Taufe nochmal heiratet, wird er die Kraft finden, auch dort mit seiner Frau enthaltsam zu leben. Das war der Weg des Calixtus. Ja. Was aber immer zeigt, dass es diese Enthaltsamkeit für die Kleriker damals schon gab. Dieser ganze Streit, ja, der wird in der ganzen Zölibatsdiskussion, bei der man sich versteift, erst im 11. Jahrhundert wird der Zölibat eingeführt, wird das alles weggelassen. Und es gibt eine sehr berühmte Legende, die will ich noch, ich kann das jetzt an allen Punkten, merke ich, die Zeit läuft uns schon weg, aber die Legende müssen Sie unbedingt erfahren. Das ist nämlich die Legende von Paphnutius. Das ist ein schöner Name. Aus Ägypten. Und diese Legende wird bis heute, in den ganzen Quellen, ob Sie Georg Denzler lesen oder solche Leute, wird die als historische Quelle genommen, um zu sagen, na, da könnt ihr mal sehen. Ich lese sie vor. Paphnutius war ein Bischof in der oberen Thebais, also in Oberägypten. Er war ein echter Gottesmann, von dem wunderbare Zeichen ausgingen. In der Verfolgung hatte er ein Auge verloren. Der Kaiser schätzte ihn sehr und ließ oft nach ihm schicken und küsste das durchstochene Auge. So sehr verehrte Kaiser Konstantin ihn. Das sei über Paphnutius vorausgeschickt. Was aber zum Nutzen der Kirche und zur Ehre der Kleriker auf seinen Rat hin geschah, das soll jetzt besprochen werden. Es gefiel den Bischöfen, ein neues Gesetz in der Kirche einzuführen, dass die Kleriker, nämlich die Bischöfe, Presbyter und Diakone, nicht mehr ihren Frauen, die sie noch als Laien geheiratet hatten, beiwohnen. Und als man darüber beratschlagte, also Konzil von Nicea sind wir, stand Paphnutius inmitten der Bischofsversammlung auf und setzte sich vehement dafür ein, den Klerikern keine zu schweren Lasten aufzubürden. Ehrbar sei das Ehebett und die Ehe makellos. Sie sollten sehen, dass sie durch eine übertriebene Strenge der Kirche nicht eher schaden, denn nicht alle können die Enthaltsamkeitsdisziplin durchhalten und so werde wohl manche Ehefrau sie nicht einhalten. Deshalb nannte er sogar den Beischlaf mit der legitimen Ehefrau Keuschheit. Es genüge aber, dass jene, die bereits zum Klerus zählen, nicht mehr heiraten, wie es alter kirchlicher Überlieferung entspreche. Sie sollten nicht von denen getrennt werden, die sie einst noch als Laien in erster Ehe heimführten. Und das sagte er, obwohl er selbst keine Erfahrung mit der Ehe, ja nicht einmal mit Frauen überhaupt hatte, da er von Kindheit auf in einem Kloster erzogen worden war und für seine Enthaltsamkeit wie kein anderer berühmt war. Die ganze Versammlung der Kleriker schloss sich den Worten des Paphnutius an. Daher fassten sie keinen Beschluss über diese Angelegenheit und überließen die Entscheidung jenen, die sich des Umgangs mit ihren Frauen enthalten wollten. Also, hier wird berichtet, Nicea hätte beschlossen oder gar nichts beschlossen. Da kümmern wir uns jetzt mal lieber nicht drum. Auf diese Intervention von Bischof Paphnutius. 1968 bereits hat ein Ostberliner Byzantinist, nämlich Friedhelm Winkelmann, nachgewiesen, dass es möglicherweise einen Bischof Paphnutius gab, der taucht in der Apophthegmata Patrum auch öfter auf, also als Mönch, damals nicht Bischof,
Aber nachweislich hat er nicht am Konzil von Nicäa teilgenommen. Das ist eine spätere Legende, 200 Jahre später, die Paphnutius ein bisschen herausputzen will. Gut. Aber diese Invektive hier, die hier geschildert wird, hat es nicht gegeben beim Konzil von Nicäa. Es gibt im Gegenteil ganz klare Bestimmungen dieses Konzils. Ebenso wie bei der Synode von Elvira und wie bei einem Brief von Papst Siricius. Das sind alles, wir bewegen uns in den ersten drei Jahrhunderten der Kirche, mit klaren Bestimmungen über das, was wir eben schon in den Pastoralbriefen als Enthaltsamkeitszölibat hatten. Ich will gar nicht darauf eingehen, es würde uns heute Abend würde mindestens bis 11 dauern, wenn ich jetzt von Tertullian über Clemens von Alexandrien, von Origenes bis hin zu Hieronymus, also bei dem es jeder Brief geht um Zölibat beinahe, ja, und für den kämpft er leidenschaftlich, ja, der hat in Rom Verbot, in die Stadt zu kommen. Weil die sagen, wenn der nochmal kommt, haben wir keine Jungfrau mehr hier. Die gehen alle mit dem weg ins Kloster, die sind alle bekloppt, ja. Also diese Argumentation hatte man damals schon, wenn es Kloster geht, ist ein bisschen bescheuert. Ja? Aber Hieronymus hat eine solche Überzeugungskraft für diesen jungfräulichen Lebensentwurf, ja, dass sich dem junge Frauen, auch manche jungen Männer, nicht entziehen konnten. Die haben gesagt, ja, klar, geweihte Jungfrau, das ist das Einzige, was in Frage kommt. Was sonst? Von wegen irgendwie so einem römischen Patriarch da ehelichen, ja, und dann Leben lang unterm Pantoffel stehen. Das war eine, also dieser freche, wie heißt der? Zander, danke Peter. Zander sagt, das war die erste große Frauenbewegung in der Kirche, ja, die alle gottgeweihte Jungfrau werden wollten. Ja. Das wird jetzt wahrscheinlich eine feministische Theologin nicht unterschreiben, aber das macht ja nichts. Es ist trotzdem ein ganz großer Aufbruch, der da stattfindet. Und natürlich gibt es dann auch jene Festsetzung vom ersten Lateranense, die dann formuliert wird. Aber ist es vielleicht gut, nochmal wenigstens kurz vorher, das sind ganz kurze Bestimmungen. Ja. Synode von Elvira 306, Kanon 33, also im Jahr 306, das ist sehr früh in der Kirche. Es wurde beschlossen, den Bischöfen, Priestern und Diakonen sowie allen Klerikern, die den Dienst versehen, folgendes Verbot aufzuerlegen. Sie sollen sich von ihren Ehefrauen enthalten und keine Kinder zeugen. Jeder aber, der es tut, soll aus der Ehrenstellung des Klerikers verjagt werden. So viel zum Satz, die Kirche führt im 11. Jahrhundert den Zölibat ein. Historisch bewiesen damit, oder? Dann haben wir den Brief von Siricius, Papst Siricius an Hismerius von Tarragona. Das ist ein längerer Abschnitt. Wir haben nämlich erfahren, dass sehr viele Priester Christi und Leviten lange Zeit nach ihrer Weihe sowohl aus eigenen Ehen als auch aus schändlichem Beischlaf Nachkommenschaft gezeugt haben und ihr Vergehen mit dem Vorwand verteidigen, dass man im Alten Testament lese, den Priestern und Dienern sei die Erlaubnis zum Zeugen zugestanden. Es ist interessant, wie die Argumente gehen. Also wir sehen auch damals schon den Bruch dieses Gebotes. Das ist auch jetzt nichts ganz Neues. Ja? Hat die Kirche durch 2000 Jahre begleitet, muss man auch sagen. Ja? Aber gerade weil es den Bruch gibt, wird die Regel, die bestehende Regel, eingeschärft. Und deshalb gibt es dann solche Briefe. Und solche, die Regel brechen, sind natürlich auch nicht verlegen um Argumente. Ja, aber die im Alten Testament durften die aber auch. Ja, so. Und Siricius legt großen Wert darauf zu sagen, wir sind nicht Nachfolger des alttestamentlichen Priestertums, sondern wir folgen dem einen hohen Priester Jesus Christus nach und der hat anders gelebt. Ja? Und das wird hier eingeschärft, auch nochmal mit biblischen Argumenten und sehr interessant, da kommen wir gleich noch bei der Theologie drauf zurück, der Epheserbrief taucht hier zum ersten Mal in einer theologischen Argumentation auf in dieser Frage, weil es darum um das Verständnis der Kirche geht. Darauf werden wir gleich dann noch schauen. Und dann gibt es eben sehr spät, Sie sehen, wie weit ich in dem Buch hier nach hinten blättern muss, bis dass ich beim ersten Lateranense bin, was dann das Konzil von Trient noch einmal einschärft. Aber natürlich immer auch im Auge, dass es Kleriker gibt, die sich an diese Regel schlichtweg nicht halten. Man sieht, ich kann das Kohelet noch den ganzen Abend zitieren, nichts Neues unter der Sonne. Damals nicht und heute nicht. Also über Leibfeindlichkeit haben wir schon gesprochen und das wird man wirklich sagen können, dass die Kirche hier nicht leibfeindlich agiert,
sondern die Kirche sehr wohl weiß, also die Großkirche, und das ist immer die Kirche, die in Verbindung mit Rom ist, die Großkirche, die immer um den Menschen weiß, um seine Schwächen weiß, um wirklich darum weiß, wie der Mensch funktioniert, wenn wir das mal so sagen sollen. Also nie ein Ideal einschärft, das vollkommen jenseitig ist. Ja? Siehe ostsyrische Kirche. Der Bestand, biblisch und historisch, ist klar. Ich glaube, das wird man heute wirklich sagen können. Sie werden weiterhin, wenn Sie überhaupt Talkshows schauen, wozu ich nicht raten kann, oder an irgendwelchen Diskussionsforen teilnehmen zu diesem Thema, kann ich noch weniger zu raten, da werden Sie immer wieder Argumente begegnen, die lange widerlegt sind, auch rein positivistisch-wissenschaftlich. Man kann bei den Pastoralbriefen, wenn ich jetzt mal ganz streng wäre, gibt es einen bestimmten Ermessensspielraum. Ich finde, Stefan Heidt hat das in dieser Studie, das habe ich erwähnt auf der Literaturliste, sehr überzeugend, auch vom Griechischen her, wenn man sich damit auseinandersetzen will und rumschlagen will, nachgewiesen, dass es hier um diesen Enthaltsamkeitszölibat geht. Man kann sich diese Argumentation, finde ich, also nur ideologisch entziehen, aber nicht vom Text her. Ja? Aber dass es da einen gewissen Spielraum gibt, okay, das wird man vielleicht zugestehen können. Aber es gibt keinen Spielraum hin in der Richtung, wie sich das entwickelt. Und dass man sozusagen plötzlich im Jahr 90 nach Christus, von mir aus 20, 25 Jahre nach den Pastoralbriefen, es gibt ja einen Fund in den Qumran-Höhlen, der ja schon einen Fitzel vom Pastoralbrief hat, das heißt, sie müssen älter als 68 sein nach Christus. Wenn man das zugrunde legt, dass dann 90 einer auf die Idee kommt und sagt, das machen wir jetzt nochmal anders. Ja? Bisher war das so, aber das machen wir jetzt nochmal anders. Jetzt schärfen wir plötzlich da irgendwie was ein. Das ist halt immer die Ideologie. Da sitzt eine Altmännertruppe irgendwo, wahrscheinlich schon im Vatikan, die es natürlich noch gar nicht gab, und denkt sich was Schlimmes aus, was den Menschen schwerfällt. Ja? Und das müssen sie dann irgendwie machen. Ja, worüber würden wir auch heute sonst in den Talkshows reden? Ja, die hatten damals schon das Fernsehprogramm im Blick, ja, so, damit wir im 21. Jahrhundert beschäftigt sind. Also das ist immer furchtbar kurzatmig. Und ich kann da nur wirklich sagen, möglichst ideologiefrei, sofern man das schafft, einmal dann Ergebnisse auch zur Kenntnis zu nehmen. Aber es ist natürlich auch das Ernüchternde und das führt uns in die Theologie hinein, aber auch in die Politik der Theologie, dass es natürlich angenehm ist, manche Erkenntnisse zu verschweigen, weil man sonst Bastionen schleifen muss. Und Zölibat oder die Zölibatsgegnerschaft ist eine solche Bastion. Wenn Sie jetzt, ob das das Dialogforum in Mannheim ist, ob Sie ein Memorandum ansehen, es gibt kein Papier, das nicht sozusagen sich modern gebend aufgestellt wird, wo nicht die Forderung aufgestellt wird, der Zölibat muss jetzt weg. Das ist jetzt aber wirklich auch mal fällig. Ja. Woran krankt das, wenn wir jetzt einmal beginnen, theologisch zu fragen? Was ist, das ist aber jetzt meine Meinung, bitte, was ist das große Defizit, das wir haben, weshalb eine solche Forderung immer wieder auftaucht? Meine Erklärung ist sicher nicht erschöpfend, aber ich stelle das in vielen Kontexten fest. Wir haben keine Ekklesiologie mehr. Das heißt, wir haben keine, nicht mehr präsent, was Kirche ist. Also ein unverfängliches Beispiel aus unserem Bistum. Es gab unter dem vormaligen Bischof, der jetzt Kardinal in München ist, einen Hirtenbrief. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aus welchem Jahr, ich konnte das heute nicht mehr genau recherchieren, der vorgelesen wurde, wo es um, als diese ganze Umplanung auf dem Generalvikariat und diese ganze Strukturplan und das auf den Weg kam, da hat Reinhard Marx sich noch erlaubt, darüber nachzudenken mit Begriffen aus dem Neuen Testament, was Kirche ist. Da ging es um die Braut Christi. Und ich weiß, kann mich noch erinnern, unter den Mitbrüdern die Reaktion, so, ach Gott, was hat der denn jetzt? Ja, so kommt er hier mit so Sachen an, die im Neuen Testament, da kann man ja heute nichts mehr mitmachen. Ja. Also auch das eigene, sicherlich böser Wille, ungeübt sein, überhaupt in dieser Vorstellungswelt auch des Neuen Testamentes noch zu denken. Zu denken, geschweige denn zu leben. Unverfänglich. Schwester Maria freut sich jetzt wieder, weil ich den Einsiedler jetzt wieder bringe. Ja? Also ein anonymer Einsiedler. Was ist die Kirche?
Und wie funktioniert die Kirche? Die Frage stellt sich ja nirgendwo deutlicher, als wenn wir auf kontemplative Klöster zum Beispiel schauen oder auf solche Einsiedler. Was machen die eigentlich? Die erlauben sich nur für sich zu leben. Unglaublich. Kartäuser. Wozu sollen die gut sein? Die schließen sich ein hinter hohen Klausur. Die machen einen Schnaps, gut, da wenigstens was von, ja, aber den lassen sie aber machen, ja. Den machen sie heute nicht mehr selber. Gut, wenigstens das, ja. Aber das ist ja, kann nicht jeder, kann Chartreuse abends trinken, ja. So, und nur, dass es die Klöster gibt, damit es ein Chartreuse gibt, ist ja jetzt auch ein bisschen, also das geht ja irgendwie auch nicht, ja. Wozu sind die da? Das ist eine Frage, die ist auch nicht neu. Was hat man nach der Aufklärung, im Zuge der Revolution, der Französischen Revolution, was hat man mit den Kartäusern gemacht? Den Benediktinern und den Franziskanern und den anderen Priestern, ja, die sie weggejagt haben, die haben teilweise noch eine Pension vom Staat gekriegt. Die Kartäuser haben sie totgeschlagen. Ganz einfach, einen Knüppel genommen und totgeschlagen. Weil die, was soll man mit denen? Die können nichts. Die sind überhaupt für nichts gut. Das ist typisch und entlarvend für das, was ich heute beinahe schon in der Theologie für einen Common Sense habe, weil wir mit der Größe Kirche nichts mehr anfangen. Also ich las in diesem Selbstzeugnis und in dem Nachdenken eines Einsiedlers Folgendes. Die Kirche ist keine Allegorie, also irgendwie so ein Bild, ein klassisches Setting für eine Pfarrgemeinderatssitzung. Welches Bild habe ich von Kirche? Und dann kommen die Stellwände, dann wird gemalt und hingehängt. Jeder darf sich so sein Bild träumen. Welches Bild habe ich von Kirche? So, ja? Die Kirche ist keine Allegorie, sondern sie ist eine Wirklichkeit. Und sie ist ein lebendiger Organismus. Der erlaubt sich, hier den Römerbrief zu zitieren. Wie der darauf kommt, weiß ich auch nicht. So sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Und als Einzelne sind wir wie Glieder zueinander verbunden. Und er sagt, selbst wenn du alleine lebst, vollkommen getrennt von allen anderen, du hast keinen Kontakt, es gibt keine Briefe, kein Internet, sondern ein wirklich klassischer Einsiedler. Keinen Kontakt zur Außenwelt. Der betet alleine sein Offizium, der zelebriert für sich alleine. Gott, wie geht das denn? Das ist ja ganz schlimm. Ja, mit dem weiten Messe alleine. Ja, so. Also das versteht ja heute auch keiner mehr. Was ist da eigentlich los? Dieser Einsiedler schreibt, du empfängst von allen und verschenkst dich an alle. Du teilst die Freuden und Leiden aller, wie sie auch mit dir leiden. 1. Korinther 12. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm. Wenn dich in manchen Augenblicken Müdigkeit überfällt, wenn dich die Stille deiner Zelle plötzlich durch ihre unheimliche Strenge erschreckt und du den Eindruck hast, in der Leere gefangen zu sein, dann denke an die Gemeinschaft der Heiligen. Sie ist kein Mythos. Überall auf der Welt in den Klöstern und Einsiedeleien beten und leiden unzählige Brüder und Schwestern, von denen viele echte Heilige sind, für deine Ausdauer, für deine Heiligung und trösten sich mit dem Gedanken, dass auch du für sie Fürsprache einlegst. Ohne ihnen jemals begegnet zu sein, sind sie dir besser vertraut als deine engsten Freunde. Dein Gott ist auch der ihre. Dein Ideal ist auch das deine. Dieselbe Gnade und derselbe Geist beleben euch. Ihr seid bei der gleichen Messe anwesend und empfangt mit den gleichen Gefühlen das heilige Sakrament. Ihr betet dasselbe Vaterunser, singt die gleichen Lobgesänge, ihr habt die gleiche Mutter, ihr strebt zum selben Himmel und nehmt auf der Erde die gleichen Entbehrungen auf euch, um in der gleichen übernatürlichen Wirklichkeit zu leben. Du kannst dich morgens nicht aufmerksam den Gebeten des Kanons der Messe widmen, noch zur Kommunion gehen, ohne dich eines Herzens zu fühlen mit allen Gliedern der Kirche. Was passiert hier? Was schreibt so einer, der alleine lebt, dessen Namen wir noch nicht mal kennen? Der nimmt das, was in der Bibel steht, ernst. Ach du großer Gott, kann man das denn tun? Das heißt, er belebt das, was Paulus vom Organismus der Kirche schreibt. Das ist nicht graues alle Theorie, sondern so kann man ein Leben lang auch in einer Einsiedelei aushalten. Ich will jetzt hier gar kein Plädoyer für die Einsiedeleien sprechen, nicht, dass jetzt jemand das auf falsche Ideen noch kommt oder vielleicht auf die richtigen für sein Leben, das weiß ich nicht. Das muss aber der Heilige Geist entscheiden. Es geht nicht um die Einsiedelei, sondern es geht an diesem letzten äußersten vorgeschobenen Punkt, der als kirchliche Existenz möglich ist, in dem man nämlich wirklich ganz alleine lebt.
und trotzdem in der Kirche lebt und trotzdem für die Kirche lebt. Und das funktioniert nur, wenn ich eine intakte Vorstellung und eine intakte Lehre von der Kirche habe. Und weil wir Trierer Gäste haben, ich habe schon überlegt, ob ich es sagen soll, aber deshalb finde ich das verhängnisvoll, wenn es bei der Heilig-Rockwall-Fahrt keinen Ablass gibt. Warum? Die Dimension der Toten wird bei dieser Wallfahrt ausgeklammert. Frühere Generationen gibt es nicht. Geschweige denn denen man etwas Gutes tun will. Das kann man nur, ich weiß, die Motive sind alle ganz furchtbar gut gemeint, ja, kann ich alles nachvollziehen. Das ist pastoral und ökumenisch, ist alles, ja, toll. Aber es ist theologisch unmöglich, weil es ein ganz schräges Bild von Kirche gibt. Kirche sind jetzt wir. Wir können überhaupt keine Wallfahrt machen, wenn es nicht frühere Generationen gäbe. Ja? Ist das Einzige, was ich gut fände, wenn die Leute, die das entschieden haben, sich dann auch bereit erklärten, für die, denen man den Ablass nicht zuwenden kann, ins Fegefeuer zu gehen. Das finde ich jetzt gut. Also wenn es so eine Selbstverpflichtung gäbe, ihrerseits. Ja? Also dann fände ich das wieder einigermaßen fair. Aber so wird es schief. Aber das sind nur, es gibt ganz viele Beispiele dafür, dass die Lehre von der Kirche und das Verständnis, das Selbstverständnis der Kirche schief ist. Und das führt uns zurück also zum Thema Zölibat. Ich kann den Zölibat nicht begründen und ich kann ihn nicht leben ohne ein gesundes Verständnis von Kirche. Ich kann das nur in einer kirchlichen Gemeinschaft tun. Nun ist das Lamento natürlich groß und weit verbreitet. Es spricht alles dagegen. Wir haben nicht mehr sozusagen oder kaum noch, vereinzelt mag es das geben, kaum noch katholische Familien, aus denen dann sozusagen der siebte Spross sich plötzlich berufen fühlt und sagt, ah ja gut, ist der siebte, der kann ja ruhig gehen. Ja. Das haben wir nicht mehr, genauso wie die elfte Tochter dann ins Kloster gehen kann, das ist eher noch eine gute Entscheidung, ist sie versorgt. Ja. Die Zeit des 19. Jahrhunderts ist da vorbei. Wir haben nicht mehr die Religionslehrer und Lehrerinnen, nicht mehr die Pfarreien, nicht mehr die Kapläne, ja, die noch Berufungen entdecken. Alles das gibt es ja vielfach nicht mehr. Ein Kaplan können wir demnächst wahrscheinlich nur noch, wird demnächst gelost, einer von euch wird wahrscheinlich in Alkohol eingelegt, damit man irgendwie einen besichtigen kann, mal noch irgendwie für künftige Generationen. Ja. Also alles das, was früher das Umfeld oder auch der lebendige Kirchenkontext war, in dem man Berufungen entdecken konnte, gibt es nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass es die Berufungen nicht mehr gibt.